Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mathe-Video über die gegenseitigen Lagen von Geraden im Raum. Wie wir alle wissen, können sich Geraden im kartesischen System anders verhalten als die Geraden im zweidimensionalen Koordinatensystem. Während im zweidimensionalen System zwei Geraden nur zwei Fälle annehmen können, das heißt, dass sie sich parallel oder sich kreuzen bzw. sich schneiden, kann es im dreidimensionalen System gleich vier unterschiedliche Fälle ergeben, wie sie sich Geraden zueinander verhalten, wenn sie eine andere Formel besitzen. Der erste Fall wäre dabei, dass Geraden identisch sind. Das heißt, dass sie theoretisch einfach so aussehen, also okay, das stimmt nicht ganz, aber dass sie sozusagen einfach direkt aufeinander liegen und somit die gleiche Punktemenge beschreiben. Ebenso können sie sich dann aber wie im zweidimensionalen Koordinatensystem parallel zueinander verhalten. Das heißt, dass sie einfach, naja, parallel zueinander sind. Der dritte Fall wäre, dass sie sich schneiden. Das heißt, so wie im zweidimensionalen System, dass es dort hier einen Schnittpunkt S gibt. Der vierte und letzte Fall ist der, der sich wahrscheinlich am meisten von den anderen Fällen abhebt und auch der größte Unterschied zwischen dem zweidimensionalen und dreidimensionalen Koordinatensystem darstellt. Denn dabei könnten zwei Geraden, die nicht parallel zueinander sind, sich trotzdem trotz dass es aussieht, wenn sie sich schneiden würden, nicht schneiden. Das heißt, dass man sagt, hier gibt es keinen Schnittpunkt. Genau. Das heißt, in dem Fall würde man sagen, zwei Geraden sind zueinander windschief. Jetzt möchte ich natürlich einmal erklären, wie man auch darauf kommt, ob zwei Geraden identisch, parallel, sich schneiden oder windschief zueinander sind. Das heißt, ich habe jetzt eine Aufgabe vorbereitet. Diese Aufgabe lautet dann, vergleiche die Gerade g von x ist gleich 112 plus t mal 354 mit den Geraden a, h von x ist gleich minus 2 und bla bla bla. Das kommt später noch dran. Erst einmal möchte ich auch noch wiederholen, wie denn diese ganzen Geraden im dreidimensionalen System aufgebaut sind, denn die sind auch nicht ganz so wie im zweidimensionalen System geschrieben. Dabei besteht die Geradengleichung vor allem aus zwei Hauptteilen. Der erste wäre hier der Ortsvektor. Das ist in dem Fall bei g von x ist gleich 112 der Ortsvektor. Der Richtungsvektor wäre in dem Fall 358. Das t hier ist einfach nur die Variable, die dann sagt, um wie viel sich hier der Richtungsvektor verändern kann. Im kartesischen System, wo wir dann drei Dimensionen haben, also ja, wunderschönes Koordinatensystem, ich weiß, würde diese Gerade sozusagen erst beim Punkt 1, also hier 1 ungefähr, 1 und dann 2 hier oben sein. Und dann der Richtungsvektor würde dann angeben, in welche Richtung es geht. Das heißt, man könnte dann sagen, es geht erst 3 in diese Richtung. Dann geht es 5 in diese Richtung und dann geht es 8 nach oben. Das heißt, dass die Gerade ungefähr so verläuft in diese Richtung. Das heißt, der Ortsvektor ist dazu da, um zu bestimmen, wo der Punkt ist, und der Richtungsvektor, um zu bestimmen, in welche Richtung der Vektor geht. Kommen wir jetzt also zur Aufgabe. Die Nummer a. Wir haben h von x ist gleich minus 2, minus 4, minus 6 plus s mal minus 1,5, minus 2,5 und minus 4. Nun möchten wir also wissen, wie sich g von x mit h von x zueinander verhalten. Der erste Schritt ist hierbei immer, erst auf den Richtungsvektor zu schauen. Das heißt hier in dem Fall 3, 5, 8 und minus 1,5, minus 2,5 und minus 4. Wenn diese nämlich identisch sind, beziehungsweise Vielfache voneinander sind, dann sind die zwei Geraden auf jeden Fall schon mal zueinander parallel. Fangen wir also erst einmal damit an. Handelt es sich hierbei um Vielfache? Wir haben 3, 5 und 8 und minus 1,5, minus 2,5 und minus 4. Ich würde die erst einmal aufschreiben. Ups. Und sagen 3, 5, 8 und minus 1,5 plus 4. Um zu schauen, ob das jetzt Vielfache zueinander sind, können wir einfach sie gleichsetzen. Hier gleichsetzen. Und dann nochmal mal einen Faktor nehmen. Und dann schauen, ob das funktioniert. Nun müssen wir uns also anschauen, mit welchem Faktor wir die erste hier oben, beziehungsweise die erste Zahl hier oben, multiplizieren müssen, damit das hier rauskommt. Also, dass die zwei gleich sind. In dem Fall habe ich die Variable hier auf die rechte Seite gesetzt. Das heißt, ich würde einfach sagen, ich nehme einfach mal diese Zahl hier und setze dafür was ein. Wir können einfach ganz einfach sehen. Wir können ganz einfach schon direkt sehen. 3 und minus 1,5, das ist auf jeden Fall minus 2 als Faktor, denn 1,5 mal 2 ist minus 3. Minus 1,5 mal 2 ist minus 3. Und wenn wir das dann nochmal mal minus 1 nehmen, hat man 3. Das heißt, wir setzen in dem Fall einfach für s gleich minus 2 ein. Wenn wir das jetzt getan haben, können wir nochmal nachschauen. 2, 5, 8 ist gleich minus 2 mal
1, minus 1,5, minus 2,5 und minus 4. Und das ist dann gleichzusetzen mit, in dem Fall, 3, 5 und 8. Dann können wir schon sehen, die zwei sind identisch zueinander. 3, 5, 8, 3, 5, 8, das stimmt. Das heißt, die Ortsvektor hier sind vierfache voneinander. Das hier und das hier. Das heißt, wir können schon mal sagen, dass die Geraden g von x und h von x beide schon mal auch parallel zueinander sind. Nun wollen wir noch schauen, ob sie auch identisch zueinander sind, denn identisch heißt, dass sie auf jeden Fall noch parallel zueinander sind und dabei auch noch die gleiche Wertemenge beschreiben, die gleiche Punktemenge. Das heißt, mit dem gleichen Richtungsvektor haben wir schon mal die Parallelität bewiesen. Nun kommt es nur noch darauf an, ob auch ein Punkt übereinstimmt, denn wenn zwei parallele Geraden einen gleichen Wert haben, dann ist auch der Rest gleich. Nun schauen wir es uns also an. Wir haben h von x ist gleich minus 2, minus 4, minus 6 mal s mal minus 1,5, minus 2,5 und minus 4. Wir haben diese Gleichung jetzt also und wollen schauen, ob ein Punkt dieser Gleichung auch in die Gleichung von g von x reinpasst. Das kann man ganz einfach machen, indem man einfach schon diesen Ortsvektor einfach nur benutzt und ihn woanders einsetzt und ihn danach auflöst. Das heißt, wir könnten einfach hier benutzen, minus 1,5, minus 4, minus 6. Also minus 2, minus 4, minus 6 ist gleich, dann einfach g von x, also 1 mal 2 plus d mal 3 8. Und dann müssen wir einfach nur schauen, ob dann eine wahre Aussage herauskommt. Also, wir wollen jetzt schauen, ob es hier eine Lösung gibt. In dem Fall kann man schon sehen, dass hier oben wieder in der ersten Spalte, also minus 1, 1 und 3, dass hier schon mal ganz klar ist, was man machen muss. Man kann für t gleich minus 1 einsetzen und dann kann man schon mal sehen, wenn man 1 minus 3 hat, dann kriegt man auch minus 2 raus. Und das machen wir dann auch für den Rest der Punkte. Wir hätten dann hier für minus 4 ist gleich 1 minus 5. Das stimmt. Also das hier stimmt ja auch noch schon, die erste Linie. Weil danach haben wir es aufgelöst. Dann nehmen wir noch die letzte Reihe, die dritte Reihe hier, und sagen dann minus 6 ist gleich 2 minus 8. Und das stimmt auch. Das heißt, wir haben damit bewiesen, dass die Geraden h von x und g von x beide die gleichen Punktemenge beschreiben. Das heißt in dem Fall, dass man h von x und g von x sind identisch. Okay, nun kommen wir zur B. Mit i von x ist gleich 3 minus 1, 2 plus u mal 4,5, 7,5, 12. Nun müssen wir also wieder wie bei der A vorgehen und erstmal den Richtungsvektor vergleichen. Sind diese Vielfache voneinander? Hier können wir auch einfach wieder sehen. 4,5, 7,5, 12 ist gleich t mal 3, 5, 8. Und wenn wir das uns anschauen, können wir wieder sehen, wir können hier für die erste Zeile t gleich 1,5 eingeben, denn 4,5 geteilt durch 3 ist gleich 1,5. Nun überprüfen wir es wieder für die anderen Punkte. Jetzt sagen wir 7,5 ist gleich 1,5 mal 5. Stimmt das? Jawohl, das stimmt. Das ist 7,5. Dann, was ist 8 mal 1,5? Richtig, das ist auch 12. Also stimmt auch die letzte Zeile wieder. Das heißt, wir haben wieder hier eine Parallele. Auf jeden Fall. Nun müssen wir natürlich auch noch als letztes nachprüfen, ob diese jetzt wirklich echt parallel ist, also ob es auch wirklich parallele Geraden sind, die nicht identisch sind, oder ob sie wirklich identisch sind. Wie im ersten Fall können wir wieder hier einen Punktvergleich machen, also einfach einen Punkt hier nehmen, sagen wir wieder 3 minus 1, 2, setzen wir wieder mit der Geraden g von x gleich. 3 minus 2 ist gleich 1, 2 plus t mal 3, 5, 8. Jetzt wollen wir uns erst einmal die erste Zeile anschauen. Theoretisch sollte man haben, 3 ist gleich 1 plus 3 mal t. Gibt es dafür eine Lösung? Natürlich gibt es dafür eine Lösung. Das heißt, man muss hier erst einmal t gleich 2 Drittel einsetzen. Denn 3 mal 2 Drittel, hier 3 mal 2 Drittel, ergibt gleich 2. Und 1 plus 2 ist gleich 3. Das heißt, das kann ich wieder kurz wegradieren. Das haben wir dann schon mal fest. Ach nein, Moment. Ich muss noch etwas da lassen. Das t ist gleich 2 Drittel, muss natürlich noch da bleiben. Nun müssen wir es dann noch für die zweite Zeile einmal überprüfen. Stimmt minus 1 ist gleich 1 plus 5 mal 2 Drittel? Stimmt das?
Naja, 10 Drittel ist, also 10 Drittel ist gleich 3, Periode 3 und das nochmal plus 1 ergibt, naja, 4, Periode 3 und das stimmt schon mal nicht. Also kann das nicht, kann dieser Punkt nicht auf der gleichen Gerade liegen. Damit haben wir schon mal einen Fehler entdeckt und damit würde man schon wissen, okay, es ist nicht identisch. Also würde ich hier wieder sagen, wir haben das Ergebnis gefunden. Also können wir sagen, i von x und g von x sind echt parallel. Man nennt sie echt parallel, denn wie gesagt davor, auch identische Geraden sind parallel zueinander, aber sie sind eben identisch. Und um es klarzustellen, dass die Geraden wirklich parallel sind und nicht identisch zueinander sind, sagt man echt parallel. Okay, nun haben wir also schon eine Gerade bestimmt, die identisch zur gestellten Anfangsgerade ist und eine, die auch echt parallel dazu ist. Gehen wir nun also zur C. Bei der C wollen wir jetzt nun schauen, ob sie wieder parallel, identisch, windschief ist oder sich mit der ersten Gerade schneidet. Wie immer also fangen wir erst mit dem Richtungsvektor an. Wir haben 3, 5, 8 ist gleich 1, 1, 9 mal v. Kann das passen irgendwie? Jetzt fangen wir wieder an, so wie immer, hier oben. 3 mal 3 ist gleich 1 mal v. In dem Fall ist es schon direkt klar, die 1 lässt sich streichen, weil es eine Variable ist. Dann kann man schon sehen, v ist gleich 3. Jetzt müssen wir es einsetzen wieder hier oben und jetzt wird schon ganz schnell klar bei der 1 und der 5. 1 mal v ist gleich 5, 1 mal 3 gleich 5. Kann das stimmen? Nein, das stimmt nicht. Also sind die Geraden schon mal nicht parallel zueinander. Um nun zu überprüfen, ob sie windschief sind oder sich schneiden, müssen wir nun schauen, ob auch ein Punkt von ihnen gleich ist. Also einen gemeinsamen Wert. Hierbei geht man genauso vor wie im zweidimensionalen Koordinatensystem. Wir setzen also einfach die zwei Terme hier gleich. Das heißt, wir hätten hier erstmal 1, 1, 2 plus t mal 3, 5, 8 ist gleich minus 5, 5, 8. Minus 5, minus 9, 14 plus v mal 1, 1, 9. Okay. Wie finden wir jetzt eine Lösung für diese Gleichung? Also, sodass die Variable t als auch v beide einen Wert bekommen können. Nun ja, wir können das einfach in ein lineares Gleichungssystem stellen. Das heißt, wir nehmen einfach die oberste Reihe, die zweite Reihe und auch die dritte Reihe dann und setzen sie jeweils ein. Das heißt, wir hätten hier einmal 1, 2 und 3. Wir hätten erst einmal hier die 1 plus die 3 mal t, also 3 mal t, ist gleich minus 5 hier oben plus wieder v mal 1, also 1 mal v. Natürlich kann man hier die 1 dann kürzen, weil das ist schon klar bei v. Und jetzt machen wir das einfach noch mit der zweiten Reihe und mit der dritten Reihe. Also hier einmal 1 plus t ist gleich minus 9 plus v und hier dann 2 plus 8t ist gleich minus 14 plus 9v. Jetzt müssen wir einfach nur noch eine Lösung für dieses lineare Gleichungssystem finden, für v und t. Dabei gibt es natürlich immer unterschiedliche Arten und Weisen, wie man natürlich hier vorgehen kann. Wie man natürlich ein lineares Gleichungssystem löst, das haben wir schon früher gelernt. Das heißt, ich würde es einfach einmal schnell im Schnelldurchlauf selbst einmal lösen. Wir setzen hier einfach mal die 10 weg. Also, bitte was? Können wir natürlich noch einmal geteilt durch 2 teilen und da hätten wir t ist gleich minus 2. Nun, wo wir das t gleich minus 2 haben, können wir es nochmal einsetzen in die erste, zweite oder dritte Spalte. 6 minus 6 ist gleich v, das entspricht 0. Und dementsprechend hätten wir schon die Werte t ist gleich minus 2 und v ist gleich 0. Tatsächlich ist hier der Platz jetzt leer. Das heißt, ich würde einfach sagen, das lineare Gleichungssystem und alles würde ich hier streichen. Wir merken uns einfach die Werte t gleich minus 2 und v ist gleich 0. Und wir merken uns einfach wieder die Zahlen. T ist gleich minus 2, v ist gleich 0. Gut, jetzt haben wir offensichtlich einen Wert dafür gefunden. Und jetzt müssen wir einfach nur noch t oder v einmal einsetzen. Wir können erstmal für g von x einsetzen oder g von minus 2 ist dann gleich
1 minus 2 plus minus 2 mal 3 minus 8 und dann kommt raus, das ist gleich 1 minus 6 macht minus 5, 1 minus 10 macht minus 9, 9 und 2 minus 16 macht minus 14. Das können wir natürlich noch einmal nachprüfen mit j von x, aber in diesem Fall ist das sogar schon recht eindeutig, was rauskommt. Denn j von 0 ist einfach gleich. Hier, die minus 5 minus 9 plus 14, plus 0 mal 1 minus 9 und dann gleich auch die Aussage, die macht minus 5 minus 9 minus 14. Die zwei sind gleich. Das heißt, jetzt haben wir auch noch einmal nachprüfen können, dass tatsächlich auch v gleich 0 und t gleich minus 2 eine Lösung dafür ist. Sprich, wenn wir das jetzt herausgefunden haben, können wir schon eindeutig sagen, die zwei haben einen Schnittpunkt und schneiden sich die zwei Geraden. J von x und g von x schneiden sich am Punkt S minus 5, minus 9, minus 14. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe, der D. K von x ist gleich 3, 5, 3, 4, 5 plus w mal 2, 1, 3. Jetzt kommt natürlich wieder wie immer der gleiche erste Schritt. Wenn jetzt also die Richtungsvektoren einmal vergleichen, das heißt wieder 3, 5, 8 ist gleich w mal 2, 1, 3. Und hier können wir einfach wieder die erste Ziffern uns anschauen. Hier 3 und 2. 2 muss mal 1,5 genommen werden, also w gleich 1,5. Für die obere hier. Wenn wir das dann noch einmal versuchen für w gleich, für die zweite Spalte hätten wir 5 ist gleich 1,5 mal 1 und ich glaube, es wird recht eindeutig, dass das nicht stimmt. Das heißt, diese zwei Geraden sind auch schon mal nicht parallel zueinander, so wie bei der C. Nun müssen wir es wieder auf einen Schnittpunkt wieder überprüfen. Das heißt, wir setzen wieder die Geraden gleich. Das heißt, wir haben hier wieder 1, 2 plus t mal 3, 8 ist gleich 3, 4, 5 plus w mal 2, 2. Das setzen wir natürlich wieder in ein lineares Gleichungssystem. Das heißt, wir haben 1, 2 und 3 dann, 3, dann gleich 4. Das heißt, wenn ich das nenne, 1 plus 3d ist gleich 3 plus 2d, 1 plus 5d ist gleich 4 plus 1d, das ist und 2 plus 8d ist gleich 5 plus 3d. Nun können wir es wieder wie vorhin einfach auflösen. Das sind 2 und dann schließen wir. Das ist dann gleich plus 4 in dem Fall, minus 4. Minus 4, das heißt, hier 2 plus 5d ist gleich w. Das werden wir dann einsetzen, 2 schrägstrich in 1 und das werden wir dann das werden wir dann hier 1 plus 3d ist gleich 3 plus 2 mal minus 2 plus 5d. Wenn wir das auflösen, dann machen wir das 1 plus 3d ist gleich 3 plus 10d minus 6. Und so können wir hier nochmal schauen. Plus 3, das hier wird dann die zusammen. Minus 2, das hier plus 2, und dann die 2 hier unten. Plus 3, das hier 4, plus 3d ist gleich 10d. Hier haben wir minus 2t, und hier 7t ist gleich 4. Geteilt durch 7 haben wir gleich t ist gleich 4 Siebtel. Nun setzen wir es also wieder in eine der Gleichungen hier oben ein. Nun sehen wir also, wir haben 7 in der Gleichung 1. 1 plus 3d ist gleich 3 plus 2w. Das heißt, hier das heißt, und dann in dem Fall plus 1 Viertel. Das können wir natürlich noch einmal weiter ausrichten. Erstmal geteilt durch 2 hätten wir hier minus 1 plus 12 Vierzehntel ist gleich w. Und das ist dann nochmal entsprechend minus 1 Siebtel, hoffe ich. Dann können wir also nachschauen, ob das passt. Wir haben uns gemerkt, erst einmal für w gleich minus 1 Siebtel. Für t gleich 4 Siebtel. Nun schauen wir mal nach, ob das sein kann. Also hier. W ist gleich minus 1 Siebtel und t ist gleich 4 Siebtel. Wir setzen das jetzt in die Gleichung ein. Das heißt, wir haben hier 1, 1, 2 plus t mal 4 Siebtel. Das ist g von 4 Siebtel. 1, 1, 2 mal 4 Siebtel mal 3, 5, 8. Das ergibt dann gleich. Sechs vier Siebtel. Und damit hätten wir den Punkt für g von x. Aber ich glaube, es sieht gerade nicht so schön aus. Egal, dann gehen wir mal zu k von minus ein Siebtel und schauen nach, ob die Werte übereinstimmen. Mal 2, 1, 3. Also drauf ist ja dann. Das wäre dann 2 Siebtel. 3 Siebtel. Vier Siebtel. Okay, also wir haben jetzt für g von 4 Siebtel gleich 2 5 Siebtel, 3 6 Siebtel, 6 4 Siebtel raus. Und für k von minus 1 Siebtel hätten wir hier 2 5 Siebtel, 6, 6, 3 6 Siebtel und 4 4 Siebtel raus. Ähnlicher Wert, aber die x3-Koordinate verändert sich hier
Ich hatte hier einen Abstand von 2, 6, 4 Siebtel und 4, 4 Siebtel. Das heißt, ja, 2 Siebtel, 3 Siebtel und 6 Siebtel ist ungleich. 2 Siebtel, 3, 6 Siebtel und 4 Siebtel. das heißt, sie sind weder parallel noch haben sie einen gemeinsamen Schnittpunkt. Und dementsprechend sind sie windschief. Also schreiben wir auf k von x und g von x sind windschief zueinander. So, damit hätten wir die vier Fälle einmal durchgegangen. Jetzt noch einmal kurz zur Wiederholung. Immer wenn man zwei Geraden vergleichen möchte in dem Raum, muss man zuerst auf ihren Richtungsvektor schauen. Falls dieser gleich ist oder ein Vielfaches voneinander ist, dann bleiben nur noch zwei Fälle übrig. Denn sie können dann nur noch identisch oder echt parallel sein. Um zu überprüfen, ob sie identisch sind, muss man einfach nur noch einen Punkt einsetzen, zum Beispiel hier minus 2, minus 4, minus 6. Falls eine Lösung rauskommt, sind sie identisch. Falls keine Lösung rauskommt, sind sie echt parallel. Falls aber die Richtungsvektoren nicht Vielfache voneinander sind, wie in den Fällen C und D, haben wir entweder welche, die sich schneiden, oder zwei Geraden, die windschief zueinander sind. Haben sie einen gemeinsamen Wert, nachdem man die Terme gleichgestellt hat, so schneiden sie sich am Punkt, bei dem sie eine Lösung haben. Haben sie jedoch keine Lösung, dann sind die Geraden windschief zueinander. Hier noch einmal die Übersicht von den vier Fällen. Immer zuerst auf den Richtungsvektor achten und schauen, ob die Vielfache zueinander sind. Und dann als zweiten Schritt sie noch gleichsetzen. So, das war's jetzt mit meinem Video und ich hoffe, ich konnte irgendjemanden zu diesem Thema mit den gegenseitigen Lagen von Geraden im Raum näher bringen. Wenn nicht, dann ja, habe ich Pech gehabt.